Diese Magie, diese magische Ausstrahlung, die der große List hat und natürlich auch eine gewisse Gefährlichkeit, das zieht die Frauen an, ist klar. Die schönste Jungfrau sitzt dort oben wunderbar. Ich würde sagen, ich als Frau würde vielleicht einen großen Bogen um ihn machen. Aber ich würde ihn gerne erleben. Den Schiffer, den kleinen Schiffer, ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf, in die Höhe. Zu Liszt-Liedern habe ich die erste Verbindung während meines Studiums geknüpft. Natürlich auch mit sogenannten Randrepertoire. Das Kunstlied ist eines meiner ganz großen Lieben, Schwächen, Fables. Und ja, so bin ich über Liszts Lieder gestolpert. Dem Sterben seine Bude einen goldenen Becher gab, dass es bis dorthin eben langsamer wird. Und das auch nicht allzu sehr. Und bei der nächsten Stelle ist es dasselbe. Ich weiß schon. Ja, aber gerade in der ersten Strophe. Das Sterben ist wichtig, weil er ist allein am Schluss. Dem Sterben seine Buhle einen goldenen Becher gab. Einen goldenen Becher gab. Wie Liszt eben auch als Virtuose und als Komponist vom Klavier her komponiert hat und vom Pianisten auch wirklich alles verlangt, genau dasselbe verlangt er vom Sänger auch. Also äußerste Intimität, größte Flexibilität, alles, was die Singstimme als Instrument hergeben kann, wird gespielt von Liszt. Und also man muss in den subtilsten Tönen Pianissimo-Töne ausklingen lassen, aber eben auch die große dramatische Emphase haben und große Tiefe und Mittellage besitzen. Und es ruft aus den Tiefen. Er hat aber auch, wenn er mit seinen Klavierschülern gearbeitet hat, immer eine Schlichtheit verlangt. Bei der ganzen Klangfülle und ja, Hochromantik und Dramatik und ich weiß nicht was, ist es natürlich gefährlich, dass man nicht in Sentimentalität oder in zu viel Pathos dann ausartet. Also man muss unglaublich aufpassen, wenn man diese Stücke interpretiert. Wenn man zum Beispiel die großen Schlager anschaut, es muss ein wunderbares sein. Man erwartet oder man kennt es unglaublich schwülstig und fast operettenhaft. Und ich finde das ganz schrecklich. Ja, meine Oma sagte auch, der Liebestraum, das ist das Liebestraum Schönste, den kennt jeder. Und es muss ein wunderbares sein. Genau. Nee, eben, wir müssen aufpassen, dass es nicht zu sentimental wird. Lieb und lieb, so lang du
reagiert hat, wie wir gemeinsam genau die gleichen Feinheiten gespürt haben. Das ist das Unbeschreibliche an Helmut Deutsch. Er hat unglaublichen Geschmack, Einfühlsamkeit, eine Brillanz, ein Ausdrucksspektrum am Klavier, was schier unendlich ist. Und es passt einfach. Das ist wichtig. Das ist auch wie mit jedem Gesangslehrer so oder mit jedem Partner auf der Bühne. Wenn dann die Chemie stimmt und wenn die Künstlerpersönlichkeiten aufeinander passen, dann entsteht wirklich was ganz Besonderes. Und es ist jedes Mal ein Zaubern. Ich höre, was er zaubert und mach mit, hoffentlich.